Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Grand Theft Auto 5. Ja, wir waren stehen geblieben mit diesem wunderschönen hellblauen Kiflon-Wagen und ich dachte mir, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, ich habe noch viele Ideen, was wir machen können und wir können sicherlich auch noch viel machen, aber ich hätte gerade einfach mal Lust, das auszuprobieren, wie es ist mit den Missionen. Wir können auf jeden Fall auf Spiel gehen, dann können wir gehen auf Freaks und Fremde und Freaks nochmal spielen. Da können wir alle, die wir gemacht haben, nochmal machen, falls wir Gold holen wollen, ne? Zum Beispiel hier weiß ich, ich muss 2 Kojoten mit einem Schuss erlegen, das habe ich nicht gemacht und ich muss noch, ne, sowas und so weiter. Also da kann ich gucken, was hat mir gefehlt für Gold, teilweise hat man Bronze geholt, teilweise hat man Gold geholt, teilweise hat man Silber geholt. Und dann kann man das Ganze nochmal wiederholen, um dann eben 100% zu holen bei den ganzen Dingern. Man kann aber auch Missionen nochmal spielen. Und zwar alle, die wir gemacht haben. Prolog zum Beispiel, haben wir aber Gold. Franklin und Lamar, da müsste ich zum Beispiel die Spezialfähigkeit 7 Sekunden lang benutzen, das Rennen gegen Lamar gewinnen. Und es vermeiden, Aliens zu treffen, um Gold zu holen. So, was ich aber ja mit euch machen möchte, das wäre auch noch eine andere Überlegung, ob wir vielleicht irgendwann alle Missionen noch auf Gold machen. Aber das wäre natürlich sehr krass, weil man dann quasi das ganze Spiel nochmal spielt. Was wir aber machen wollen, ist auf jeden Fall zu gucken, ob man die Raubüberfälle nochmal anders machen kann. Das hier ist zum Beispiel der erste Raubüberfall, der Juwelenraub. Und den haben wir ja gemacht. Mit Gasgranaten. Jetzt gucke ich einfach mal, was passiert, wenn ich das starte, ob ich dann nur den Raub an sich nochmal spielen kann oder wo ich hingehen muss, damit ich das Ganze vielleicht mit einer anderen Methode machen kann. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Wir gehen erst einmal da drauf. So, jetzt sagt er mir, bevor du eine Mission wiederholen kannst, muss das Spiel einen Wiederherstellungspunkt anlegen. Nach der Wiederholung wirst du an diesen Punkt zurückgebracht. Möchte ich sofort fahren? Ja, wir probieren es einfach mal aus. Es kann jetzt sein, dass wir jetzt den Juwelenraub nochmal machen müssen, dann versuche ich das abzubrechen. Oder es kann sein, dass ich das wählen darf. Wir schauen mal. Da bin ich jetzt gespannt, was passiert. Okay, irgendwas speichert gerade. Ah, genau. Hier kommen wir also an. Genau, ja, das hat er jetzt, als er erklärt hat, das wieder. Genau. Das hatten wir gemacht. Wir hatten Betäubungsgas reingeschmissen und dann haben wir die Vitrinen geleert. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb and you'll need your, famous way with people and 4 carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So, also, normalerweise ist das so, man wählt sich zuerst die Methode aus. Man wählt sich zuerst die Methode aus, nachdem man so ein bisschen darüber gequatscht hat. Also in der Story war das so. Und musste dann die Sachen dafür besorgen. Zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, wir machen es mit Gas, dann musste ich danach das Gas besorgen. Jetzt bin ich gespannt. Normalerweise, wenn man damals das gewählt hätte mit den Waffen, dann hätte man erstmal die Waffen klauen müssen. Jetzt müssen wir schauen, ob wir dann auch die Waffen noch klauen müssen oder ob wir dann direkt den Raubüberfall machen. Da bin ich gespannt. Mein Ziel ist es jedenfalls, ja, laber ruhig, Lester. Mein Ziel ist es einfach, ich möchte euch, wir haben ja während dem Let's Play immer uns für eine Methode entschieden. Ich möchte euch noch die anderen Methoden zeigen, weil ich die erstens selber noch nicht gesehen habe. Das interessiert mich also. Vielleicht kennt ihr die beide schon jeweils die Methoden, weil ihr es selber gespielt habt oder weil ihr es woanders gesehen habt. Ich möchte euch jedenfalls bei den Raubüberfällen noch die anderen Wege zeigen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut dazu. Wir haben beim letzten Mal das Schlaue gemacht, das war das mit dem Gas und jetzt gucken wir uns einfach mal das Laute an. Jetzt bin ich gespannt, ob wir dafür die Waffen besorgen müssen. Okay, jetzt müssen wir uns wieder Crew auswählen. As ever, the better they are, the bigger the cut. Da wir jetzt nicht das Geld brauchen, können wir eigentlich überall den Besten auswählen, weil ich meine, wir brauchen das Geld nicht. Also wählen wir hier den Eddie aus. Eddie Toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Weil ich meine, wir brauchen das Geld ja nicht. It might be hot and heavy in there. Wer ist da der Beste? Komm, dann nehmen wir Peggy mit. I got a good feeling about him. Hacker. Da nehmen wir Page mit, glaube ich. Genau, da nehmen wir Page mit. Harris, good, feminine touch. Also wir können ruhig überall die teuren und besten mitnehmen, weil wir brauchen das Geld ja nicht. If you're happy,
I'll start making the arrangements. Ja, und jetzt bin ich gespannt, weil jetzt müssten wir eigentlich noch die Waffen besorgen. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir das direkt machen jetzt, den Raubüberfall, oder ob wir die noch besorgen müssen. Okay, I'll look into how you can find a tag team and get their weapons and I'll be in touch. Yes. Ach, guck mal, jetzt hat er seinen Anzug an. Oh, wie geil. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. Ihr müsst euch natürlich jetzt zurückerinnern, das war der erste Raub, der Juwelenraub, der allererste Raub, den wir je gemacht haben. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Was passiert jetzt? Sind wir jetzt direkt beim Raubüberfall? Oder klauen wir vorher noch die Waffen? Ich meine, das wäre jetzt nicht sonderlich spannend, das zu machen. Ich glaube fast, wir klauen die nicht, sondern es geht direkt weiter zum Raubüberfall, was eigentlich auch sehr viel sinnvoller wäre. Alright. I want to say thanks for being a part of our little operation. We're all professionals, we all know the score. We're going to execute the plan. We're going to move quick and we're going to keep cool. Anybody gets pinched. This meeting never took place. We don't know each other. Is that clear? Now, we've looked very, very carefully at the plans. We considered something more complicated, but given the location, the weakness of staffing, and the exit points, we believe that a more simple plan will work best. We're gonna hack in, disable security, and waltz right in through the front door. The security guard should be to our left. We neutralize him. 15 seconds later, you come in. I want extreme pressure applied to the staff, the customers, are to be calmly subdued. I want one guy on crowd control while you and I empty out the merchandise from the cabinets. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? Good luck, everyone. Let's go. So, jetzt spielen wir gerade als Franklin und müssen auch jetzt laufen. Waiting on you, kid. Und das ist halt jetzt, ich kenne das selber auch noch nicht. Also vielleicht kennen das einige von euch, ich kenne das noch nicht. Ich habe immer nur, ich habe nicht abseits des Let's Plays gespielt, das heißt, ich habe einfach nur das gesehen. Ich habe nur das gesehen, was wir auch im Let's Play gemacht haben, nämlich die Methode mit dem Gas. Und die hier kenne ich nicht, deswegen ist das jetzt für mich komplett neu. Und auch wenn wir die Mission an sich ja schon gemacht haben, finde ich es ganz cool, einfach noch die alternativen Methoden zu machen. Das finde ich einfach ganz interessant. Könnt ihr natürlich sehen, wie ihr wollt. So, wir müssen ja zum Juwelen. Zum Juwelier. Ach so, nee, ich muss warten. Okay, Moment. Aua! Ach so, die wollten auch noch einsteigen. Ja, dann bewegt mal eure Arsche. Pecky. Okay, jetzt geht's aber zum Juwelier, oder? Ja, begib dich zum Juwelier. Mann, 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 ist das inzwischen lange her, als wir den ersten Raub gemacht haben. Ich weiß noch, wie cool ich das fand, endlich den ersten Raub durchzuführen. Und erst die Vorbereitung, right, natürlich vorher, das Gas besorgen und so. We're about to become accomplices in a major crime. I gotta be able to trust you with my life, my liberty, my reputation. Same goes the other way. A crew will only work, when there's trust. So, in the interest of fostering that type of relationship in the short time we've got, let me introduce myself. I'm Michael. I've done this type of thing before, more than a few times, and I've made good money doing it, enough to spend a long time not doing it. I hope it goes without saying, I know a lot of people. Anyone yaps about me or any of you, you'll be dealt with. Got it? Good. Now, Frank, over to you. Yeah, man, I'm Franklin, dawg. And, I'm new to these kind of planned out detail robberies. I've done my share small jobs, you know, liquor stores, warehouses, boosting cars. And then I met this dude right here, Michael, man. And he turned me on to this thing. So, who's next? Packy McCreary from the fine borough of Dukes in God's own Liberty City. I came to LS seeking fame and fortune, and I found boredom and idiots. If you want to hear about my old life, well, you're the first people I met out here who do. Everyone talks about what they're gonna do, who they're gonna be. They don't talk about who they are, and they don't care about anyone else. It's a city full of cokeheads who ain't on coke. I swear they put something in that. Oh, schade, ich dachte, ich könnte das noch zu Ende hören. Egal, dann rein da und ausrauben. Und diesmal kommen wir von vorne und rabiat. Keine Pestizidenverkleidungen, einfach nur Waffen, Anzüge und rein da. Okay, jetzt wird's wieder ausgeraubt hier.
Auch das haben wir schon gemacht. Wir haben ja wieder einen guten Hacker dabei. Ich weiß noch, wie krass ich das damals fand, wie viel Geld man auf einmal hatte. Unten rechts. Also das Geld kriegen wir natürlich diesmal nicht wirklich. Aber wir rauben einfach mal trotzdem. Das gehört ja dazu. Dadurch, dass ich einen guten Hacker habe, sollten wir eigentlich genug Zeit haben. Don't tell my wife I got all these jewels. 50 seconds. I'm a paranoid guy. You don't want to look like you're moving. All right, that's our target. Keep it up. See how much we can get. 40 seconds. Keep it up. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Come on, let's clear this place out. Hier. Da ist noch was. So. 4,9 Millionen haben wir jetzt und raus. Das kennen wir auch schon. Oh, jetzt hat er sein Gesicht erkannt, glaube ich, von Franklin. Und ich denke, wir müssen jetzt auch nochmal fliehen. Der Rest dürfte jetzt wieder gleich sein. Also, was jetzt anders war, war einfach nur das Reingehen. Beim letzten Mal haben wir halt Gas übers Dach reingeschmissen. Die sind alle eingeschlafen. Und dann sind wir halt reingegangen und haben da in Ruhe ausgeräumt. Und jetzt machen wir es eben ein bisschen anders. Jetzt sind wir einfach reinspaziert, haben ja alle mit Waffen bedroht und haben das Ding ausgeräumt. Das war also die etwas rabiatere Variante. Aber auch ganz nett, nur werde ich gerade irgendwie beschossen. Und jetzt heißt es also einfach wieder fliehen. Aber ich finde das ganz cool eigentlich. So, jetzt haben wir auch einen guten Fahrer, der fällt also auch nicht hin. Das war nämlich bei uns auch so, dass der Fahrer hingefallen. Jetzt geht's wieder durch die U-Bahn. Oder durch den Untergrund zumindest. Und auch wenn wir das ja eigentlich schon gemacht haben, erstens ist es lange her und zweitens macht es mir auch irgendwie Spaß, nochmal hier lang zu fahren. Es macht mir auch Spaß, nochmal den Laden auszurauben. Auch wenn wir das mehr oder weniger kennen, es ist ja doch wieder ein bisschen anders. Ich finde das ganz cool. Oh mein Gott. Ach ja, wir fahren als Franklin. Dann kann ich ja die Spezialfähigkeit nutzen. Das wird jetzt gerade oben angezeigt. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ab durch die Unterwasserkanäle. Sehr geil auf jeden Fall, das nochmal zu machen. So kann man die Mission nochmal machen, ein bisschen anders, ohne eben das ganze Spiel nochmal spielen zu müssen. Nur das Geld werden wir halt nicht behalten können, würde ich vermuten. Wir können nur sehen, wie viel wir gemacht hätten, wenn wir es so gemacht hätten. Aber ansonsten mehr glaube ich nicht. So, jetzt wechselt er, glaube ich, wieder rüber auf den Truck. Genau. Haben wir auch schon gemacht. Hang in there, boys. I got this covered. Hang in there, boys. I got bull bars on the truck. I'll make short work of these cops. Oh mein Gott. Warum bleibt er denn daran hängen? Ich dachte, da können wir durchfahren. More cops. Look out. Another cop car. Keep going. If you need another gun, give me the word. Stay cool, we'll get out of this. Ja, klar schaffen wir das. Looks clear to me. Fine work, boss. All right, we're ja, und das war's eigentlich auch schon. Right now. Ging relativ we'll schnell. At the end of the river and we'll get the bikes into the truck. Schön, haben wir das geschafft. Let's do this. Kann ich die Cutscene überspringen? Ich meine, die haben wir ja schon gesehen. Nee, kann ich nicht. Okay, dann schauen wir uns das halt nochmal an. Lester's waiting for us at the lockup. Ach ja, wir müssen ja auch noch weiter, stimmt. Wir müssen ja noch zur Garage fahren. So war das.
fuck, man? I thought I was gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man. All right. Und da wären wir. Fertig. Das war der Juwelenraub auf die laute Methode, mit der lauten Methode. Auch mal ganz nett. Aber ich fand das schon ganz gut, wie ich das gemacht habe damals mit dem Gas. Das war ein bisschen professioneller. Das hat mir eigentlich besser gefallen. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Schön. Doch, aber wie gesagt, ich fand meine Methode eigentlich besser mit dem Gas. War halt einfach professioneller, aber die ist auch ganz nett. Ist halt ein bisschen einfacher. Man besorgt sich die Waffen, läuft rein, bedroht alle, holt sich das Zeug. Und im Endeffekt hat man genauso viel und weniger Arbeit. Raubüberfall ausgeführt. Und hier hätten wir jeweils 800.000 bekommen. Natürlich, weil die jetzt einen großen Anteil bekommen haben. Dadurch, dass wir die beste Crew ausgewählt haben. Also wenn man da jetzt schlechtere Crew ausgewählt hätte, hätten die auch mehr bekommen. Aber schön, war gut. Jetzt müsste ich eigentlich wieder zurückgeschleudert werden, oder? Nee, jetzt landen wir noch hier, tatsächlich. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, alright? Where are you? Are you in a strip club? No. Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, alright? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Ja, jetzt war's das aber, glaube ich. Das war also der Juwelenraub. Methode laut. Und jetzt sollten wir eigentlich wieder zurückgeschmissen werden in unser eigentliches Safe Game, wo wir schon bei 100% sind. Können also nur einfach einzelne Missionen nochmal wiederholen. Aber das finde ich ganz cool, dass man die Raubüberfälle nochmal machen darf, auch mit den anderen Methoden. Also, dass man nicht nur die so wiederholen kann, wie man sie gemacht hat, weil man ja die Vorbereitung für die andere Methode gar nicht hat, sondern dass man einfach die ganz normal machen kann mit der anderen Methode und sich die mal anschauen kann. Das finde ich sehr gut. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall alle Raubüberfälle nochmal anschauen und dann jeweils mit den anderen Methoden. Teilweise gab es sogar drei Methoden. Das heißt, wir werden sogar teilweise uns die zweimal angucken noch. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das ist nur eine von den Sachen, die wir noch machen möchten in diesem Let's Play. Da gibt es noch einiges mehr. Da sind wir wieder. Können ja schon mal schauen bei dem... Auf dem Schwein befindet sich Spiel schon... Vergiss die Wahrheit. Warum denn eigentlich? Ich meine, wir sind doch ganz normal... Ja, dann speicher halt. Okay. Ja, wir können ja nochmal in die Missionen schauen. Missionen nochmal spielen. So, wir haben jetzt also den Juwelenraub nochmal gemacht, ne, mit beiden Methoden. Jetzt gibt's aber ja noch weitere. Ich wüsste mal gerne, was war denn der nächste Raub? Hafen, genau. Drei, das ist strengender Vorschritt, der Hotelmord. Stadtsafari, Yoga beruhigt. Mord mit vielen Zielen war eine Lester-Mission. Der Meriwether-Raubüberfall. Hier, das war der Meriwether-Raubüberfall. Da haben wir, glaube ich, das U-Boot irgendwo draußen... Warte mal, ging es da um ein U-Boot? Oder da ging es um diese Bombe im Meer oder sowas? Oder dieses komische Ding im Meer? Und das haben wir irgendwo draußen geholt, aber das hätten wir auch holen können, indem wir das Schiff in die Luft jagen. Das wäre also hier die andere Methode. Dann schauen wir uns beim nächsten Mal das auf jeden Fall an, nämlich wie man den Meriwether-Raubüberfall mit der anderen Methode macht, und zwar dann mit dem Schiff sprengen. Da freue ich mich auch drauf. Das haben nämlich damals auch einige gesagt, Mann, jetzt wird das Schiff gesprengt. Nee, machen wir dann noch. Ich bin gespannt, wie das ausschaut. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euch erstmal einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Walle. Bye, bye.